uns sehr, zum dritten Weltduell in dieser Woche laden zu dürfen. Unsere Gäste, politisch könnte man sagen, sind sie auf unterschiedlichen Planeten unterwegs. Aber vielleicht finden wir im Verlauf der nächsten Minuten ja doch das eine oder andere einende Element. Christian Lindner ist bei uns, FDP-Chef, und wird uns gleich erläutern, was er sich so für die Zukunft vorstellt. Gleiches gilt natürlich auch für den Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch. Ihnen beiden ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Herr Lindner, Herr Bartsch, Sie haben etwas gemeinsam. Wenn die Wahl so ausginge, wie jetzt die Umfragen sind, könnten Sie beide mit Olaf Scholz regieren. Herr Bartsch hat diese Woche noch gesagt, bald sollte der Kommunismus kommen. Herr Lindner, was bieten Sie Olaf Scholz, dass er nicht mit Dietmar Bartsch koaliert? Angebote müssen doch diejenigen machen, die eine Mehrheit hinter sich versammeln wollen, um Kanzler zu werden. Und da werden Herr Scholz und Herr Laschet ihre Gespräche nach der Wahl führen. Ich kann nur sagen, was unsere Ausgangsposition ist. Deutschland ist ein Höchststeuerland. Es sollten also nicht die Steuern weiter erhöht werden, wenn wir einen wirtschaftlichen Aufschwung wollen. Und zum anderen sehen wir jetzt schon Risiken der Inflation. Und deshalb wäre es töricht, im hochverschuldeten Europa und im stark verschuldeten Deutschland die Schuldenbremse in Frage zu stellen, um nur alleine mal diese beiden wichtigen Leitplanken zu nennen. Da werden wir nochmal zu sprechen kommen. An Sie stellen. Christian Lindner gilt in Ihren Kreisen als die Verkörperung des kalten Neoliberalismus. Wenn Sie das Deutschland ersparen wollen, was werfen Sie über Bord, damit Olaf Scholz Sie an selbiges nimmt? Also, wir werfen erstmal gar nichts über Bord. Und natürlich ist es gut für Deutschland, wenn Christian Lindner nicht in Regierungsverantwortung kommt. Das ist so. Und ich biete vor allen Dingen eins an. Die SPD startet ja immer in Wahlen mit Programmen. Und ich kann nur feststellen, dass seit Jahren, um ein Beispiel zu sagen, die Vermögenssteuer im Programm der SPD steht, vor der letzten Bundestagswahl, der vorletzten, und nie ist es umgesetzt worden. Wenn Olaf Scholz plakatiert 12 Euro Mindestlohn, das wird er mit Christian Lindner nicht durchsetzen. Wenn Olaf Scholz sagt, der Soli soll erhalten bleiben für die obersten 10%, das wird er mit Christian Lindner nicht durchsetzen können. Der hat eine klare Position und sagt, findet mit uns nicht statt. Und da kann ich nur sagen, das wird bei uns sein. Wir brauchen dringend einen Neuanfang. Dieser Mehltau, der nach so vielen Jahren großer Koalition über dem Land liegt, wo Olaf Scholz es jetzt schafft, damit nichts zu tun zu haben, der ist ein Riesenproblem. Und wenn wir den Point of No Return, und da meine ich nicht das Klima allein, sondern ich meine wirklich eine breite Palette, die Bekämpfung der Pandemien, die schreiende soziale Ungerechtigkeit, die Riesenprobleme, die wir in Europa haben, das alles muss angegangen werden. Und da geht es bei dieser Wahl um mehr als um die Frage, wer Kanzler wird und in welcher Konstellation. Werden die Weichen gestellt für die Zukunft oder schaffen wir das nicht? Das ist die große Frage. Da haben wir ein Angebot gemacht. Und ehrlich gesagt, ich habe einen Unterschied, der ist allerdings fundamental, was die Konstellation betrifft. Ich sage ganz klar, mit Armin Laschet, und da habe ich eine Übereinstimmung mit Armin Laschet, wird es keine Koalition geben. Hat die Kanzlerin nochmal betont, das finde ich eine wichtige Aussage. Und die wird Christian Lindner so nicht treffen, völlig zu Recht. Ist ja doch, auch, wir ist wollen auch nicht mit der Linken regieren. Achso, ja gut, ja. Das ist in Ordnung. Ja, aber das ist jetzt nicht so überraschend, weil es reicht ja auch nicht hinten und nicht vorne. Also das ist deswegen kein ernsthafter Diskussionspunkt. Das natürlich schon. Und da geht es um eine Richtungsentscheidung. Das ist gestern mehrfach im Bundestag in der Debatte gesagt worden. Und da sind wir uns sogar einig, dass es um eine Richtungsentscheidung geht. Das muss man dann allerdings untersetzen, weil es natürlich in den einzelnen Themen dann auch große Unterschiede gibt zu den Sozialdemokraten von uns, von der FDP. Und ich finde, oder ich würde mich freuen, es ist ja schön, dass wir heute reden, wenn man diese Unterschiede noch mal kenntlich macht, damit Menschen nicht nur nach einem Image, der hat die meisten oder die wenigsten Fehler gemacht. Der Laschet lacht halt bei Steinmeier und die Baerbock hat abgeschrieben und deswegen ist wohl Scholz der Richtige, finde ich etwas dürftig. Es geht um mehr bei dieser Wahl. Schauen wir noch mal, und wenn ich mal ganz kurz, weil damit ist ja fast die ganze Sendezeit jetzt von Dietmar Bartsch schon in Anspruch genommen worden. Erlaube ich mir ganz kurz 1:30 auch. 1:30 war es. Kein Problem. Wir sind großzügig und gönnen allen Sendezeit. Ich will nur eben einen richtigen Gedanken aufgreifen. Kollege Dietmar Bartsch hat völlig recht, es ist eine Richtungsentscheidung fürs Land. Und ich will die aus unserer Sicht noch mal darstellen, um was es geht. Wir kommen aus einer Phase nach der Pandemie, aber auch aus den letzten Jahren, von enormen Freiheitseinschränkungen. Bei der Pandemie wurden die Eingriffe in die Bürgerrechte deutlich. Aber durch den enormen Bürokratismus in unserem Land, den es schon vor der Pandemie gab, tut sich ja im Grunde nichts. Manche wie die Grünen wollen ja sogar noch mehr davon. Und deshalb die erste Richtungsentscheidung ist, wollen wir wieder stärker auf die Freiheit der Menschen vertrauen oder gehen wir den Weg Richtung einer staatszentrierten Gesellschaft weiter? Die zweite Richtungsentscheidung ist,
wird eigentlich in Deutschland nur noch über die Verteilung des Wohlstands gesprochen. Wenn ich sehe die Plakate der SPD, das, was die CDU-CSU im Programm haben, Grüne, Linkspartei, die wollen alle nur den Wohlstand verteilen, umverteilen. Und da machen wir einen Unterschied. Wir sagen, wir müssen die Bedingungen für das Erwirtschaften des Wohlstands überhaupt wieder verbessern. Wir sehen, dass andere Volkswirtschaften nach der Pandemie viel stärker wachsen als wir. Das ist ein Zeichen, dass auch unsere vormals sehr starke Wirtschaft Grenzen der eigenen Belastung hat. Das heißt, ist die Frage, ist erwirtschaften oder verteilen? Und gestatten Sie eine dritte kurz, die Frage, ob wir den Klimaschutz angehen mit Freude am Erfinden oder mit Freude am Verbieten. Gerade die Grünen haben ja eine Phalanx von unterschiedlichen Verboten im Programm. Kann man alles wählen, wenn man das glaubt. Aber ich persönlich bin der Überzeugung, dass Klimaschutz global von Deutschland nur erreicht werden kann, wenn wir vom Wasserstoff-Windpark bis zum synthetischen Treibstoff im Verbrennungsmotor Technologien zeigen, mit denen Freiheit, Wohlstand, Klimaschutz zusammengebracht werden. Also eben mehr Freude am Erfinden. Herr Bartsch, das, was Sie verteilen wollen, wollen Sie wie erwirtschaften? Selbstverständlich ist die Voraussetzung für das Verteilen das Erwirtschaften. Also das ist ja überhaupt völlig unstrittig. Ich bin nur der Auffassung, dass auch die Verteilungsfrage eine Grundlage ist für Erwirtschaften. Eine der wesentlichen Punkte sind bei uns die hervorragend ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deswegen sind Investitionen in Bildung so dringend notwendig, in Forschung so dringend notwendig. Der Industriestandort Deutschland, der lebt von einer Infrastruktur. Also ich sehe jetzt im Wahlkampf wieder mit einem Rieseninteresse, das vierte Mal sagt die Union, Digitalisierung unser Thema. Vor 16 Jahren hat Herr Dobrindt schon gesagt, wir müssen Weltmeister in der Digitalisierung werden. Und wir sind heute immer noch im letzten Drittel. Das sind die Punkte. Damit fördern wir Wirtschaft. Und die Umverteilung gehört selbstverständlich auch dazu. Der erwirtschaftete Reichtum muss gerecht verteilt werden, als Voraussetzung dafür, dass wir neuen Reichtum erwirtschaften können. Und da ist die jetzige Situation der Entwicklung halt wirklich obszön. Wir haben in der Pandemie, wo viele Dinge sichtbar geworden sind, woran es krankt. Da haben wir doch gerade das Ergebnis, dass, wenn wir die Einzelhandelsketten nehmen, die Eigentümer haben gigantische Vermögenszuwächse, teilweise im Milliardenbereich. Also nur bei Lidl, Herr Schwarz, 14,4 Milliarden in einem Jahr. Und die Verkäuferinnen haben Einkaufsgutscheine gekriegt. Da ist doch was nicht in Ordnung. Wir haben als Staat gefördert Unternehmen, Großunternehmen mit staatlichen Hilfen in der Pandemie. Okay, aber dann wurden Dividenden ausgezahlt. Da ist doch etwas schräg im System. Und deswegen sagen wir, eine der zentralen Fragen ist auch, wie der Reichtum verteilt wird. Aber richtig und unstrittig. Also das haben schon ganz andere gewusst. Die erste Voraussetzung ist natürlich Produktion. Und da haben wir als Staat eine Aufgabe. Aber das entscheiden wir nicht. Wir müssen dafür sorgen, dass Forschung, dass Produktion attraktiv ist. Da sind einige Dinge, also ich komme aus dem Norden, das Thema Windkraft, ganz zentral. Das Thema Solar, ganz zentral. Da hat die Regierung alles gemacht, um das zu verschlechtern. Das muss verändert werden. Da wir Freiheit versus Sozialismus und Teile der Wahlprogramme jetzt schon erfolgreich abgearbeitet haben, erlauben Sie noch eine... Aber Herr Alexander, wenn ich wirklich widersprechen darf, also... Ein ordentlicher Sozialist ist immer für Freiheit, sonst ist er kein Sozialist. Das ist also ganz manche Leute erinnern sich an andere. Zur Freiheit gehört auch die Eigentumsgarantie. Und in dem, was wir gerade gehört haben, ist das schon sehr in Frage gestellt worden. Ich will noch mal darauf hinweisen, das Argument der Linkspartei, jetzt, dass einzelne Unternehmer sehr vermögend sind, das ist ja tatsächlich eine zutreffende Beobachtung. Aber das zeigt ja zugleich, dass es sich nicht um private Vermögen vor allen Dingen handelt. Unser großer Vorteil in Deutschland ist, dass wir viele familiengeführte Unternehmen, auch sehr große Unternehmen haben. Und ich finde das deutsche Modell wesentlich besser als ein Modell, in dem es nur Staatsunternehmen gibt. Das gab es in Deutschland mal. Ich finde das deutsche Modell aber auch besser als die komplette Kapitalmarktzentrierung, etwa in den Vereinigten Staaten. Wir haben starke, familiengeführte, inhabergeführte Betriebe, also, die eine Loyalität zum Standort haben, die nicht von anonymen Eigentümern besessen werden. Und genau diesen Mittelstand, den sollten wir in Deutschland nicht schwächen. Die beste Politik, die man machen kann für Millionen Beschäftigte, ist, dafür zu sorgen, dass der eigene Arbeitsplatz sicher und zukunftsweisend ist. Da muss viel investiert werden in Klimaschutz und Digitalisierung. Das sind ja keine öffentlichen Investitionen, sondern das sind ja private Investitionen, die in den nächsten Jahren auch erfolgen müssen. Und da sollten wir nicht unsere Wirtschaft schwächen, wie das etwa Linke, SPD und Grüne vorschlagen, sondern wir sollten dafür sorgen, dass die Möglichkeiten da sind, zu investieren und auch wieder Reserven aufzubauen
für die nächste Krise. Herr Bartsch, ich muss einmal widersprechen. Wir brauchen ein paar Fragen einfach als Arbeitsnachweis für uns beide. Also wenn Sie wenigstens diesen einen Punkt. Christa Linder suggeriert, dass wir den Mittelstand kaputt machen, ist doch völlig absurd. Aber es kann doch nicht sein, ich wiederhole das nochmal, dass ein Einzelner einen Vermögenszuwachs hat, der so gewaltig ist, oder dass wir im vergangenen Jahr 40 Personen hatten, die über 100 Millionen geerbt haben. Und 31 davon haben keinen Cent Erbschaftssteuer bezahlt. Aber wenn ich, da ist was schräg im System. Aber Moment mal, wenn ich das Programm der Linkspartei richtig kenne, ist die Linkspartei doch für die Verschonung des Vererbens betrieblichen Vermögens. Nein. Die Linkspartei ist doch für einen Steuersatz von 0% bei vererbten Betrieben. Das ist wirklich falsch. Sondern in unserem Wahlprogramm ist es so, dass es Freibeträge bei Betriebsvermögen gibt. Freibeträge von 5 Millionen netto. Und darüber wird mit 1% beginnend eine Vermögenssteuer erhoben. Eine Erbschaftssteuer. Sind wir jetzt bei der Erbschaftssteuer? Ach, Erbschaftssteuer. Ja. Erbschaftssteuer zurück, okay, auch mit hohen Freibeträgen. Ja, und da ist aber auch Betriebsvermögen betroffen, ähnlicher Freibetrag. Und wie ist der Steuersatz? Und der Steuersatz ist steigend. Der steigend ist bei den 100 Millionen. Ich habe jetzt nur die. Bis wohin? Der geht am Ende des Tages bis zu 30%. So, jetzt das. Wunderbar. Vielen Dank. Aber Ich will nur den Satz zu Ende sagen. Wenn es richtig ist, wenn das stimmen sollte, dass es korrekt ist, dass von denjenigen, die 100 Millionen vererbt haben, von 41, 30 gar nichts bezahlt haben, da sage ich, ist was falsch, da muss eine entsprechende Erbschaftssteuer angelegt werden. Ich möchte gerne nur die praktische Konsequenz festmachen. Jetzt nehmen wir mal ein großes deutsches Familienunternehmen, nehmen wir den Küchenhersteller Miele. Der ist sehr wertvoll. Jetzt gibt es dort irgendwann in den nächsten Jahrzehnten einen Generationenübergang. Dann würde dieses Unternehmen im Familienbesitz diese enorme Erbschaftssteuer zahlen. Was würde passieren? Die müssten das gesamte Eigenkapital einsetzen. Was die Linkspartei vorschlägt, bedeutet, dass börsennotierte Großunternehmen, bei denen es keinen Generationenübergang gibt, die würden massiv privilegiert gegenüber unserem Mittelstand. Der Mittelstand müsste bei jedem Generationenübergang sein Eigenkapital beim Staat abgeben. Wir müssen an der Stelle einen Cut machen, um noch weitere Themen zu finden. Sie würden dieses Gespräch auch alleine gestalten können. Ob die Beschäftigten bei Miele das wollen? Wir müssen kurz dazwischen. Keine Beispiele mehr. Wir stellen jetzt wieder Fragen. Nämlich, was interessant ist. Gestern hat Herr Lindner im Bundestag gesagt, 1976 hat Helmut Kohl die Erfahrung gemacht, er hatte die Wahl gewonnen, also er hatte die meisten Stimmen. Aber die absolute Mehrheit. Es gab eine andere Koalition. Und das war ja ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass er auch einen Kanzler Laschet wählen könnte, wenn Olaf Scholz bei den Wählern vorne liegt. Frage an Sie, bitte um kurze Antwort, ist es Ihr Plan? Und Frage an Sie, wäre das legitim oder eine ganz schlimme Sache? Wir entscheiden nach Inhalten. Und Kanzler wird, wer eine Mehrheit im Deutschen Bundestag hat. Aber könnte es nicht sein, dass Sie mit einer solchen Aussage versuchen, den Preis für eine mögliche Ampel einfach nur nach oben zu treiben? Nein, sondern wir haben unsere Inhalte. Die Inhalte sind bekannt. Jeder muss vor der Wahl wissen, CDU und CSU stehen der FDP trotz aller Orientierungssuche bei der Union, stehen uns näher. Und SPD und Grüne stehen in der Sache der Linkspartei näher. Das muss einfach jeder wissen. Übrigens insbesondere auch die bürgerlichen Wähler, die in den letzten Jahren zu den Grünen gegangen sind, müssen wissen, wer grün wählt, kann am Ende mit Umverteilungs-, Enteignungs-, Subventionierungs-Bartsch aufwachen. Herr Bartsch, wir stimmen ab als Wähler und am Ende entscheidet Christian Lindner, wer Kanzler wird. Ist das okay oder ist das falsch? Naja, Christian Lindner wird das nicht entscheiden, weil so stark wird die FDP nicht werden. Also da sind mindestens zwei andere dabei, die das entscheiden. Und Christian Lindner entscheidet das zum Beispiel dann nicht, wenn es eine starke Linke gibt und eine Mehrheit jenseits von Union und FDP möglich ist. Aber eins will ich dann schon sagen, weil in einem stimme ich ausdrücklich zu. Natürlich ist es so, dass die Möglichkeit da ist, dass es die sogenannte Jamaika-Koalition gibt. Mit Union, egal jetzt mit welcher Prozentzahl, und FDP und Grünen. Die Möglichkeit ist ja jetzt auch gegeben. Die ist im Moment weit weggeschoben. Das sagt ja nur eins ganz deutlich. Wenn man Grüne wählt, dann kann man Christian Lindner bekommen oder die Union. Deswegen bin ich dafür eine klare Entscheidung. Also wer nicht... Wir beide sind Armin der Meinung, Grüne sollte man nicht wählen. Das ist jetzt aber eine spektakuläre Überraschung. Das ist nicht so sonderlich spektakulär. Da würden wir noch andere Parteien finden. Nein, aber jetzt, weil Sie ja die Frage gestellt haben. Eine Stimme für die Grünen
kann bedeuten, dass dort mit Christian Lindner und Armin Laschet eine Regierung gebildet wird. Das ist völlig legitim übrigens. Völlig legitim. Auch wenn Scholz gewinnt. Es ist so, so ist unsere Demokratie extra geordnet. Und andersrum? Er hat nicht gewonnen, sondern ist stärkste Kraft. Genau. Das ist ein Unterschied. Der Kollege sagte, auch wenn er gewinnen sollte. Ja, ich sag mal, gewinnen ist Mehrheit im Deutschen Bundestag. Das es gab gewinnen. Ja sogar mal einen FDP-Spitzenkandidaten, der Kanzler werden wollte, obwohl er nur Dritter war. Das ist bei Christian Lindner nicht der Fall. Da hat er dazugelernt, das ist auch gut so. Aber da gab es ja schon viele Kuriositäten. Nur eins stimmt. Es ist nirgendwo festgeschrieben, dass die stärkste Partei den Kanzler stellt. Das ist sowieso mit dieser Art und Weise, wie bei uns jetzt über Triels und so weiter Wahlkampf gemacht wird. Entschuldigung, wir haben kein Präsidialsystem. Es wird nicht direkt gewählt. Es werden politische Parteien gewählt. Herr Laschet, Herr Scholz und auch Frau Baerbock, die kandidieren alle nicht bei mir in Mecklenburg-Vorpommern. Da ist dann Herr Amthor, den man wählen muss für die Union. Das kann man entscheiden, man kann es aber auch anders machen. Und deswegen nochmal, es gibt eine Klarheit. Und diese Klarheit ist bei uns gegeben. Wir werden niemals Armin Laschet wählen und wir werden auch nicht mit Christian Lindner in einer Koalition landen. Da sind wir uns völlig einig, das ist auch in Ordnung so. Aber das weiß man im Übrigen auch bei Olaf Scholz nicht. Denn die Bemerkung sei mir gestattet. Vor der letzten Wahl, Martin Schulz hat ausgeschlossen, mit der Union zusammenzugehen. Was haben wir? Per Steinbrück hat ausgeschlossen, mit der Union zu gehen. Der hat sogar gesagt, ich gehe nicht in ein Kabinett. Das hat er wahrgemacht. Hochachtung. Aber ansonsten war jedes Mal, wir gehen nicht zusammen. Und ich möchte mal gerne, dass diese Frage gestellt wird, gibt es eine große Koalition? Da kommt der schöne Satz, ich strebe das nicht an. Ja, das strebt Olaf Scholz mit niemandem an. Der strebt das auch nicht mit uns an. Der strebt das auch nicht mit Christian Lindner an. Der strebt das an aber für sich. Wollen Sie die Sozialdemokratie jetzt wirklich dafür kritisieren, dass die damals Verantwortung übernommen haben? Ich meine, wo stünden wir dann, wenn da hätten wir doch neu wählen müssen oder sonst was? Also ist das nicht ein bisschen... Nein, Herr Alexander, das teile ich ausdrücklich nicht. Wer am Wahlabend feiert, dass er in die Opposition geht, und dann ganz viel aufgibt, um in eine Regierung zu kommen, das finde ich nicht ehrenwert. Ja, selbst die Möglichkeit einer Neuwahl wäre gegeben. Wie die hätten dem Bundespräsident sagen können, ist der Bundespräsident mahnt uns, aber das ist uns alles egal, das machen wir alles nicht. Vier Jahre her und da müssen wir erst Herrn Lindner fragen. Der hat gesagt, er macht die Ampel, die Jamaika-Koalition nicht. Das ist im Übrigen auch legitim, das kann man machen. Ja. Aber dann zu sagen, es ist Schluss, was hätte denn jemand davon abgehalten, zum Beispiel eine Minderheitsregierung zu bilden. Ist in Deutschland zulässig. Man hätte doch Schwarz-Grün machen können. Und sich mehrheitlich... Mit der Linken. Ja, nicht mit der Linken, das habe ich ja gar nicht vorgeschlagen. Also mit aber der Linken ist immer die bessere Variante, aber doch nicht Schwarz-Grün. Herr Lindner, Herr Bartsch, lassen Sie uns noch ein bisschen auf die Inhalte schauen. Auch ein ganz großes Thema, was die Menschen umtreibt, ist zum einen Wohnen und sind die Kosten, die steigen. Schauen wir hier mal vielleicht eine Runde auf die Heizkosten. Der Winter steht vor der Tür und ich kann mir vorstellen, manch einer Rentnerin, wenn die noch eine alte Ölheizung hat, denen wird Angst und Bange. Die GroKo hatte ursprünglich ja den schönen Plan gehabt, wir teilen das, was da jetzt an Zulage kommt. Zwischen Vermietern und Mietern ist gekippt worden. Es läuft alles auf die Mieter hinaus, die werden das tragen müssen. Herr Lindner, was würden Sie als Teil einer Regierung, egal in welcher Konstellation, versuchen daran zu ändern? Wir brauchen in Deutschland sicherlich eine Initiative für die energetische Sanierung. Die ganze Wärmefrage und die ganze Gebäudefrage, das ist das, was man den schlafenden Riesen des Klimaschutzes nennt. Da sind noch sehr viele Möglichkeiten ungenutzt. Ich glaube, dass hier private Investitionen unterstützt werden müssen. Und auf der anderen Seite muss es Fairness geben zwischen den Vermietern und zwischen den Mietern. Man kann nicht nur auf eine Seite schauen. Es muss sowohl auf der Vermieterseite einen Anreiz geben, die Gebäude zu modernisieren. Auf der anderen Seite muss es aber auch bei Mieterinnen und Mietern einen Anreiz geben, beispielsweise mit Energie sorgfältig umzugehen. Und da braucht es eine kluge vermittelnde Position. Es gibt ja Positionen links der Mitte, die sagen, nur der Vermieter soll den CO2-Preis entrichten. Das hielte ich für falsch, weil die Verursacherinnen und Verursacher von Energieverbrauch, die müssen natürlich auch einen Anreiz haben, sorgsam. Aber das klingt jetzt ein bisschen wie das GroKo-Konzept. Die hatten ja mal 50-50 vorgesehen. Ja, ich möchte keinen Prozentsatz nennen, aber sicherlich muss es einen Anreiz für die Vermieter wie für die Mieterinnen und Mieter geben, gleichermaßen. Ist doch klar. Entschuldigung, Sie haben gesagt, die GroKo hatte vor. Die GroKo hat entschieden 100%. Das ist die Wahrheit. Mhm. Also die SPD hat vorgeschlagen Hälfte, Hälfte. Das wäre auch mindestens angemessen. Aber die Entscheidung ist, und ich finde, das ist eine der schlimmsten Entscheidungen am Ende dieser Legislatur, zu sagen 100% beim Mieter. Und Sie würden ganz dem Vermieter geben. Und dann kommt noch die Äußerung aus der CDU-Fraktion. Man kann ja auch kalt duschen. Das, finde ich, geht überhaupt nicht. Und da sage ich diese 50-50-Variante. Wer hat das gesagt mit dem kalt duschen? Das ist mir gar nicht aus der Unionsfraktion. Ja, denn genau. Kann ich Ihnen jetzt den Namen nicht sagen, aber
liefere ich gerne nach, Faktencheck liefere ich gerne nach. Ich habe gesagt, man kann auch kalt duschen, das ist ein O-Ton. Und Sie hätten gerne 100%? Ich habe gestern übrigens in meiner Rede auch deutlich Und Sie hatten 100% bei den Vermietern, das wäre Ihre. Wir haben gesagt, dass diese 50-50 zu kippen ein Riesenfehler ist. Und man muss über die Aufteilung, eins stimmt ja, man muss auch einen Anreiz schaffen beim Verbrauch. Aber die Einseitigkeit, die jetzt geschehen ist, die ist völlig falsch. Und deswegen, das würde in jedem Fall, wenn wir jetzt über Regierung reden, das würde in jedem Fall verändert werden, 100% beim Mieter. Das kann so nicht bleiben. Wenn die SPD 50-50 will, dann muss man das, ich glaube, mit einem viel klügeren Ansatz muss man diese Frage angehen. Also bei 50-50 bin ich allerdings auch noch im Zweifel, ob diese Quote richtig ist, weil man muss ja schauen, wer hat den größeren Einfluss auf den Energieverbrauch, der Vermieter oder der Mieter, die Mieterin in der Wohnung. Insofern 50-50 würde ich mich nicht festlegen, aber richtig ist, dass beide Seiten Verantwortung übernehmen müssen, um im Gebäudebereich zu arbeiten. Lieber Christian Lindner, ist ja nur ein Problem. Der Mieter entscheidet gar nichts. Nur der Vermieter entscheidet, ob eine entsprechende Sanierung stattfindet oder nicht. Macht er ganz allein. Das stimmt. Aber ganz alleine. Die Frage ist, ob die Mieterin und der Mieter Stoßlüftung macht oder ob man bei laufender Heizung das Fenster offen hat. Ist doch vielleicht ein Verfahren, der diese Interessenabwägung aufnimmt, sinnvoll. Und Prozentzahlen festzulegen, ich meine, die 50-50-Variante lag dann in gewisser Hinsicht auf der Hand. So, dass die gekippt worden ist, finde ich ein Problem. Aber ich glaube, dass so eine Prozentzahl aus dem Kalten der falsche Weg ist. Sondern man muss dahin kommen, dass die Verantwortung der Vermieter, denn es kann auch sein, dass der Mieter sagt, nee, dann will ich das nicht, diese Sanierung. Sondern das ist Aufgabe dort, wirklich so ein, sag ich mal, Gesetzeswerk zu schaffen, dass das übersichtlich ist, nachvollziehbar ist und dass beide Seiten eine Interessenwahrung haben. Ich will auch nicht, dass das passiert, dass man sagt, wir heizen jetzt hier irgendwie Rostock, damit es warm wird und alle können die Heizung aufdrehen, weil habe ich nichts mit zu tun. Das wäre falsch. Herr Bartsch, wir möchten beim Thema Energie und Klima bleiben. Wir hatten gestern Ihre Genossin Sarah Wagenknecht hier am gleichen Platz. Die hat uns sehr überrascht. Gut. Die hat nämlich gesagt, die zentrale soziale Frage ist der Spritpreis. Der Spritpreis wird getrieben vom CO2-Preis. Und da müsse man wahnsinnig aufpassen, das wäre ganz wichtig. Aber damit ist doch Ihr rot-rot-grünes Projekt schon Essig, weil den CO2-Preis erhöhen wollen die Sozialdemokraten und die Grünen doch noch mehr als die Union. Kann ja sein, die wollen vieles, was wir nicht wollen. Wir müssen. War das eine Wagenknecht-Position oder eine linke Position? Nein, da muss man ja immer nachfragen. Sie können ja in unser Programm sehen. Wir wollen nicht, dass bei der Energiewende insbesondere die sozial Schwachen belastet werden. Und deswegen ist es der falsche Ansatz, nur über den CO2-Preis zu reden. Denn wir haben jetzt die Situation aktuell, weil Sie Spritpreis sagen, Andi Scheuer eine Spritpreisbremse bei 2 €. Ja, was soll denn da? Ich meine, wer trägt eigentlich die Verantwortung für diesen Spritpreis? Man muss doch mal schauen, was ist dort Steuer. Aber ist doch die Wagenknecht-Position. Die Wagenknecht-Position ist, dass wir nicht das bei den Leuten abladen. Das ist die Position. Wir müssen dafür sorgen, dass Individualverkehr dann zurückgeht, dass wir öffentlichen Personen- und Nahverkehr haben und nicht sagen, immer nur der Verbraucher. Im ländlichen Raum geht nicht alles mit dem öffentlichen. Also soll der CO2-Preis jetzt steigen oder nicht, Herr Bartsch? Der CO2-Preis soll so wie bisher und wie vorgesehen von SPD und Grünen oder von den Grünen in besonderer Weise, so soll er nicht steigen. Der CO2-Preis überhaupt so pauschal ist meines Erachtens falsch. Das ist der falsche Weg. Man kann nicht sagen, je höher, desto besser. Wir haben ja Beispiele, wenn man mal in andere Länder schaut, wo es teilweise einen CO2-Preis bis zu 180 € gibt. Da gibt es ganz unterschiedliche Wirkungen. Und ich glaube, dass in den einzelnen Sektoren man unterschiedlich agieren muss. Eines ist doch, weil Sie Verkehr gesagt haben, ich habe doch die Bundesregierung gefragt, das Einsparvolumen bis 2025 liegt bei 2,5%. Antwort aus dem Verkehrsministerium. Was ist denn das für eine Bilanz? Das ist ineffektiv und das ist unsozial, weil der Spritpreis, der steigt trotzdem. Und da ist was schief im System. Da also müssen wir dringend etwas ändern. Also an einer Situation stimme ich jetzt mal zu. CDU, CSU, SPD und Grüne sind, wie ich glaube, auf dem falschen Weg, wenn immer politisch festgelegt der CO2-Preis erhöht werden soll. Das hat auch nie funktioniert. Wir hatten ja schon die Ökosteuer für die Autos. Da dachte man auch, man macht das Autofahren teurer und dann fahren die Leute weniger. Das Ergebnis war, die Leute haben mehr gezahlt, aber sie sind nicht weniger gefahren. Ganz im Gegenteil. Das sind überhaupt diejenigen, die nicht fahren können. Ja, das ist Prinzip Hoffnung. Wir machen es teurer und dann werden die Leute ihr Verhalten ändern. Das Ergebnis war nur, es wurde für die Menschen teurer und sie waren aber trotzdem gezwungen zu fahren, sind nur eben belastet worden. Deshalb ist
glaube ich, ein anderer Weg besser. Wir brauchen ja einen Deckel für CO2-Emissionen. Aber der Preis sollte sich dann am Markt bilden, nach Angebot und Nachfrage. Das hat nämlich folgenden Vorteil. Und das ist jetzt, glaube ich, die andere Denkschule als die, die Dietmar Bartsch vertritt. Wir wissen, dass ein Instrument überlegen ist, wenn es darum geht, mit knappen Ressourcen umzugehen, neue Ideen zu entwickeln. Und das ist die Marktwirtschaft. Um Dietmar Bartsch zu provozieren, es ist der Kapitalismus. Dessen Leistungsfähigkeit hat ja schon Karl Marx im Kommunistischen Manifest beschrieben. Das heißt also, wenn wir marktwirtschaftliche Dynamiken, also den Erfindergeist von Ingenieuren, wenn wir den Wunsch danach, neue Technologien voranzubringen, wenn wir das in unserem Land mobilisieren, dann werden die Vermeidungskosten von CO2 günstiger werden. Das ist die erste Botschaft. Und die zweite Botschaft ist, das, was der Staat an Einnahmen erzielt aus einem solchen CO2-Handel, das heißt, der Mineralölkonzern muss ein CO2-Recht kaufen, damit er einen Liter Diesel an die Tankstelle bringen kann. Diese Einnahmen, die der Staat daraus erzielt, müssen an die Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben werden, indem wir zum Beispiel die EEG-Umlage beim Strom abschaffen, die Stromsteuer reduzieren aus diesem Auskommen. Davon profitiert übrigens dann auch die Rentnerin ohne Auto. Und auf der anderen Seite, das, was übrig bleibt, sollte pro Kopf an die Bürgerinnen und Bürger abgegeben werden. Einmal im Jahr bekommst du die Einnahmen des Staates aus dem CO2-Preis pro Kopf ausgezahlt. Und das hat folgenden Vorteil, und dann bin ich auch mit dem Gedanken zu Ende. Wer einen durchschnittlichen CO2-Fußabdruck hat, spürt keine Mehrbelastung, weil er bekommt ja genau das zurück, was er an CO2-Preis gezahlt hat. Wer einen größeren CO2-Fußabdruck hat, größeres Auto, mehr Kilometer und so weiter, der zahlt. Und wer einen schmaleren CO2-Fußabdruck hat, der macht noch ein Geschäft daraus. Mhm. So wäre das einfache System. Fraglos muss man es in der Praxis an manchen Stellen noch etwas erweitern, weil etwa im ländlichen Raum Menschen auf das Auto angewiesen sind und keinen ÖPNV haben. Herr Bartscher-Lindner, wir würden gerne noch eine Runde weiterdrehen. Wir würden gerne über Wohnen. Sie hatten doch schon. Waren wir doch schon. Ja, wir machen aber noch mal Wohnen. Ich sag mit dem CO2-Preis, das ist so. Das haben Sie doch. Herr Bartsch, wir müssten wirklich weitermachen. Dankeschön, das ist sehr freundlich. Es war kein Befehl, es ist eine freundlich formulierte Bitte. Wenn man hier in Berlin zur Bundestagswahl geht, stimmt man auch ab über ein Volksbegehren zur Enteignung von Wohnungskonzernen. Das hat Ihre Partei federführend betrieben. Jetzt bin ich schon länger dabei und ich erinnere mich, als Ihre Partei schon mal regiert hat in Berlin, sind öffentliche Wohnungsunternehmen privatisiert worden. Damals wurden 400 Millionen Euro verdient für einen klammen Landeshaushalt. Wenn man jetzt enteignet, müsste man 36 Milliarden zahlen. Kann es sein, dass das Vorurteil, Linke können nicht mit Geld umgehen, in diesem Fall gar kein Vorurteil wäre? Das ist ein Vorurteil, was man im Übrigen in den Ländern, wo wir Regierungsverantwortung tragen, sieht. Da wird die Sanierung von Haushalten vorangetrieben. Dieses Begehren hier, Deutsche Wohnen enteignen, ist ja nicht eine Linken-Initiative, sondern eine von einer Initiative, die die Linke unterstützt. Und entsprechend der Verfassung unseres Grundgesetzes, wo das ja zulässig ist, muss das mit Entschädigung passieren. Wenn Sie die damalige Situation ins Feld führen, will ich darauf hinweisen, dass es dort kein Ermessen des damaligen rot-roten Senats gab. Es gab ein Verfassungsgerichtsurteil, dass die Verschuldung nicht erhöht werden kann, wenn nicht vorher privatisiert wird. Und da war das die Variante, die die Berliner gewählt haben. Aus heutiger Sicht kritisiere ich das seit Jahren, dass wir Wohnungsbestände verkauft haben, gar keine Frage. Aber das war die damalige Situation, an die ich zumindest erinnern will, dass es nicht eine Initiative der Linken war, sondern vom Verfassungsgericht aufgegeben worden ist. Jetzt wird die Situation am 26.09. doch klar sein. Die Berlinerinnen und Berliner, ich stimme hier nicht ab, ich bin in Mecklenburg-Vorpommern, die können entscheiden. Und da werden wir sehen, wie eine Mehrheit in dieser Stadt sich entscheidet. Und dann gibt es eine Aufgabe für den nächsten Senat, dieses umzusetzen. Ich bin ja kein großer Freund davon zu sagen, für riesige Milliardenbeträge werden wir die Deutsche Wohnen enteignen. Ich glaube, dass das schwierig ist. Aber trotzdem also muss man Sie sind doch, dagegen, habe ich richtig verstanden. Ich stimme hier nicht ab. Aber Sie würden dagegen stimmen. Ich würde auch nicht dagegen stimmen. Das ist doch Sie sind dagegen, aber Sie würden nicht dagegen stimmen? Nein, nein. Lieber Herr Robin Alexander, ich will noch mal das klar sagen. Ich bin dagegen mit diesen Milliardenbeträgen. Ich würde die gerne enteignen, ohne Entschädigung, sondern zu deutlich geringeren. Aber Sie haben doch gerade erklärt, warum das nicht geht. Ja, aber jetzt. Na doch, natürlich ist das möglich. Das ist ja der entscheidende Punkt. Natürlich ist das möglich. Wer legt denn wie fest,
zu welchen Summen. Grundgesetz. Nein, natürlich nicht. Das Grundgesetz sagt nur, dass es möglich ist in Artikel 15. Und dann kann... Herr Bartsch, lassen wir vielleicht Herrn Lindner erwidern? Ich muss es nur noch zu Ende bringen, weil er mich ja nur gefragt hat. Ich finde, dass wir ernst nehmen sollten, dass es ein solches Begehren mit einer vergleichsweise hohen Zustimmung gibt, weil in Berlin die Wohnungssituation so angespannt ist. Und deswegen muss etwas getan werden. Mhm. Das ist meine feste Überzeugung. Da ist das ein Element, da braucht es aber viel, viel mehr. Das war mehr als ein halber Satz, Herr Lindner. Zunächst interessant, die Argumentation, will ich gleich noch einen Satz zu sagen. Aber halten wir mal fest, in Berlin wird dieses Begehren nach Enteignung auch von den Grünen unterstützt. Also das ist nicht die bürgerliche Partei, die so viel für den Klimaschutz tun will und die so sympathisch ist, sondern die Grünen sind hier in Berlin grün lackierte Sozialisten. Das muss man ganz nüchtern so sagen. Aber lieber Lindner, das ist ja nur die Entscheidung treffen, aber, Bartsch, die Wählerinnen und Wähler, nicht die Grünen. Ja, die Wählerinnen und Wähler haben am 26.09. die Chance, das haben sie, abzustimmen. Aber genau. Die Grünen unterstützen das ja, so hat ja die Spitzenkandidatin sich geäußert. Ja. Jetzt zu diesem Begehren. Es ist ja keine Frage, dass in Berlin, übrigens auch an anderen Stellen, die Wohnungsmärkte angespannt sind. Aber was passiert jetzt? Jetzt sollen hier bestehende Wohnungen enteignet werden für Milliarden Euro. Für Milliarden Euro. Da ist aber nicht eine einzige zusätzliche Wohnung entstanden, sondern es wird nur Milliarden Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, es werden Schulden sein, werden eingesetzt, um bestehende Wohnungen zu enteignen. Da wird keine neue Wohnung geschaffen. Da stelle ich mir die Frage, ob man mit diesen Milliarden Euro nicht Besseres anstellen kann, im Zweifel geförderten Neuwohnungsbau, um den Wohnungsmarkt zu entspannen, statt nur so eine Operation mit Schulden zu machen, die den Wohnungsmarkt nicht entspannt. Frau Ohm, ich muss noch zwei Sätze oder zwei kurze Gedanken ergänzen. Aber welcher private Investor... Wir müssen ja viele hunderttausend Wohnungen neu bauen. Welcher private Investor wird eigentlich in Deutschland noch sein Geld einsetzen, wenn immer die Gefahr besteht, irgendwann kommt jemand und enteignet mich? Und das ist für mich über Berlin hinaus die wesentliche Frage. Wenn wir die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes in Frage stellen, dann gefährden wir eine Säule unseres Wohlstands, gefährden wir die Rechtssicherheit der Marktwirtschaft in Deutschland. Und der Schaden wäre weit größer, als man ihn nur in Geld beziffern kann. Wenn wir ein bisschen genauer noch mal auf diese gesamte Wohnungsthematik auch schauen, dann sehen wir doch aber, ich habe es auch im Bekanntenkreis, jüngere Menschen, junge Paare, keine Chance, sich Eigentum zu leisten. Und das geht weit über die Großstädte hinaus. Ja. Ganz kurz, Herr Lindner, die Frage ist doch aber im Prinzip, du musst erben, um dir was leisten zu können. Du musst Elternpaare haben, die dir irgendwas vererben können, sei es Bargeld oder sie vererben dir Haus oder Wohnung. Widerspricht das aber nicht dem Leistungsgedanken auch der FDP, dass ich es mir aus eigener Kraft heraus heutzutage als 25, 30, 35-Jähriger nicht mehr leisten kann? Ja, aber das ist ja gerade die Einleitung meiner Parteitagsreden, die Sie gerade gebracht haben. Grundgütiger. Es ist genau so. Selbst qualifiziert ja, mit gutem Job dagegen? Heute können sich nicht den Traum erfüllen, am Ende des Berufslebens die abbezahlte Wohnung zu haben. Was tun? Erstens, natürlich dürfen wir den Leuten nicht so viel Steuern und Sozialabgaben abverlangen. Die sind ja gar nicht in der Lage, dann etwas anzusparen. Zweitens, natürlich darf Bauen nicht so teuer sein. Wir müssen also Flächen ausweisen. In Hamburg sagen die Grünen, keine neuen Flächen für Einfamilienhäuser. Dann werden die bestehenden natürlich teurer. Also Flächen ausweisen, Dachgeschosse ausbauen, was ist mit den Nebenkosten? Ersatzneubauten. Und jetzt kommt der weitere Punkt, also bauen günstig, also ansparen erleichtern, bauen günstiger machen. Und jetzt kommt der Punkt der Nebenkosten. Wenn man, ich glaube 6,5% sind es hier in Berlin, an Grunderwerbssteuer zahlt, dann muss die von Ihnen genannte Familie 15 Jahre sparen, dann wollen Sie Ihre Wohnung kaufen und dann geben Sie im Grunde alles, was Sie gespart haben, die 15 Jahre vorher, die geben Sie an den Staat ab, an Grunderwerbsteuer. Mein Vorschlag ist, wir müssen es ermöglichen, dass für die selbstgenutzte Wohnung der Staat auf die Grunderwerbsteuer verzichtet, also ein Freibetrag, sage mal 500.000 Euro pro Person, Freibetrag. Danach haben die Leute ja genug zu tun mit den Schulden. Und wie finanzieren wir es gegen? Mein Vorschlag, die sogenannten Share-Deals, wenn große Immobilienportfolios verschoben werden und man nicht 100% verkauft, die sind von der Grunderwerbsteuer befreit. Ich bin dafür, diese steuerliche Gestaltungsmöglichkeit schaffen wir ab.
und schaffen dafür lieber einen Freibetrag bei Familien, die sich Wohnraum Herr Bartsch, Grunderwerbsteuer, beim letzten habe ich zugestimmt. Da habe ich mich sogar zusammen mit Klaus Lederer aus Berlin an die Bundeskanzlerin und den Finanzminister gewandt, weil genau das passiert ist, übrigens von Deutsche Wohnen. Das kann genau nicht sein, dass dort keine Steuern anfallen. Also ich will zunächst mal zu den Begehren sagen. Ich glaube, es gibt niemanden, der behauptet, dass damit irgendeine Wohnung geschaffen wird. Natürlich ja, noch schlimmer. Durch ein Volksbegehren Wohnung zu bauen, also der müsste behämmert sein. Aber Milliarden Euro werden dafür verschwendet. Da habe ich ja gerade gesagt, dass ich dagegen bin, dass man diese Milliardenbeträge, sondern da kann man aber auch mit anderen... Aber das macht es ja noch schlimmer. Und das soll noch nicht mal entschädigt werden. Das soll enteignet werden ohne Entschädigung. Nein, das wird in Karlsruhe scheitern. Das widerspricht dem Grundgesetz, das weiß ich auch. Aber diese Milliardenbeträge, die da jetzt veranschlagt werden, das ist deutlich reduzierbar. Das wäre der Ansatz. Wie denn ist das reduzierbar? Eine der entscheidenden Punkte ist, Sie sagen, und das ist ja überhaupt nicht von der Hand zu weisen, dass derzeit die Mietkosten nicht nur in Berlin, sondern in vielen anderen Städten, übrigens auch in Nordrhein-Westfalen, wo die FDP ja in der Landesregierung ist, dass die Mietpreise in den großen Städten gewaltig nach oben gehen. Da gibt es viele Ursachen, das hat mit Finanzmärkten und so weiter zu tun. Es hat deswegen auch damit bauen, zu tun, dass deswegen die Leute bauen in die Städte ziehen. Hat auch damit zu tun, das wiederum hat mit dem Thema davor zu tun, weil eben mit dieser marktwirtschaftlichen Logik, die ja praktisch gemacht worden ist von der Koalition bei Energiepreisen, da ist es so, dass wir jetzt die höchsten in ganz Europa haben, 30% über dem Schritt. Das ist die Logik Unsinn. Der FDP. Die Energiepreise sind doch wegen zu wenig Markt und nicht zu viel Markt entstanden. Entschuldigung, wer hat denn bei den Energiepreisen, die Energiepreise steigen doch wegen der EEG-Umlage, also einer staatlichen Subvention, das treibt die Energiepreise an. Das EEG-Gesetz muss verändert werden, da haben wir, ja selbstverständlich ist es auch der Markt. Der EEG-Preis Wir haben doch gar keinen Energiemarkt, ist doch alles Staat. Haben wir bei den Energiepreisen irgendwas mit CO2 oder haben wir das nicht? Ja, wir haben vor allem eine EEG-Umlage. Wir haben auch. Aber Sie haben doch eben gesagt, dass CO2 der Punkt ist. Nein, nochmal, beim Energiepreis. Also erstmal stimmen wir überein, 30% über Europa. Wir sind Strompreis-Europameister. Ja, aber nicht es ist wegen gesagt, Marktwirtschaft. Ist gesagt, ja doch, weil gesagt worden ist, dieses Geld fließt zurück. Es fließt nicht zurück. 5 Milliarden sind da reingegangen und das Ergebnis ist, dass die Preise trotzdem so hoch sind. Ja, aber weil der Staat ist alles subventioniert und wir keinen marktwirtschaftlichen Preiswettbewerb haben. Ich bin sehr dafür, dass wir das EEG modifizieren. Ich bin dafür, dass wir massiv in erneuerbare Energien investieren. Ich bin dafür, dass die Wer ist wir? Wie bitte? Wer ist wir? Private müssen in erneuerbare Energie investieren. Selbstverständlich nicht, nur Private, sondern selbstverständlich gibt es dort auch eine Verantwortung von Landesregierung, von Bundesregierung. Ja, aber privates Geld. Ja, gerne auch mit privatem Geld. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Bin ich nur dagegen, dass es nur die Großen sind. Ich bin für genossenschaftliche Modelle, wo es Bürgerbeteiligung gibt. Das ist das Entscheidende. Wenn ich die Gesprächsführung noch einmal entreißen dürfte, hätte ich noch... Wir müssen auf einen weiteren Punkt kommen, weil uns läuft die Zeit zu weg und wir haben die Regie im Ohr. Sie haben nämlich eine bemerkenswerte gemeinsame Kritik an der Bundesregierung formuliert bei Corona. Sie haben gesagt, das Parlament würde nicht ausreichend beteiligt. Verstehe ich das richtig? Wenn einer von Ihnen beiden mitregieren würde, würde Corona nicht mehr in diesen Ministerpräsidentenkonferenzen bearbeitet, sondern im Bundestag? Ja. Ja, das ist, da haben wir ja wirklich mal gemeinsam, aus gutem Grund. Also keine MP-Konferenz. Ja, ich bin etwas differenzierter. Ich glaube, Dietmar Bartsch würde da auch sogar zustimmen. Die wesentlichen Fragen von Grundrechtseingriffen müssen im Parlament entschieden werden. Da muss es Parlamentsgesetze geben. Da ist sozusagen der Entscheidungsspielraum der Regierung zu groß. In Freiheiten darf man nur parlamentarisch eingreifen, Parlamentsgesetz. Dass sich natürlich Bund und Länder koordinieren müssen. Ja, wie machen wir das mit den Regeln, mit der Umsetzung? Wie kommen wir aus den Sommerferien raus und können die Schulen offen halten? Dass es diese Koordination der Verwaltungen geben muss, das ist, glaube ich, klar. Aber nicht mehr der große Kronrat bei der Kanzlerin. Das, was nicht sein darf, ist, dass es dann diese Zusammenkunft gibt und die Kanzlerin und Herr Söder und Herr Müller setzen sich dann hin oder stellen sich hin und sagen, wir haben entschieden. Ja. Ehrlich gesagt, die können nichts entscheiden. Das ist gar nicht vorgesehen. Ich bin sehr dafür, dass sie miteinander reden. Aber ich bin vor allen Dingen für ein anderes Maß an Transparenz und Entscheidungen. Da stimmen wir überein. Die müssen nun mal im Deutschen Bundestag getroffen werden. Da wird immer gesagt, na, ihr wollt ganz viel reden und so weiter. Darum geht es überhaupt nicht. Es können
können ganz schnelle Entscheidungen sein. Aber die jetzige Art und Weise, das war keine Geschwindigkeit bei den Entscheidungen, sondern sie waren intransparent und sie waren vor allen Dingen so, dass selbst Parlamentarier, wir haben jetzt gestern gerade das nochmal verlängert, also die gesamte Opposition, das sollte mindestens nachdenklich stimmen, die gesamte Opposition hat dagegen gestimmt und viele Abgeordnete von Union und SPD. Da muss etwas im Argen liegen. Deswegen braucht es hier Veränderungen und ich habe schon lange vorgeschlagen, ich glaube, die FDP hat von einem Expertenrat gesprochen, wir haben vorgeschlagen, einen runden Tisch, wo wirklich Leute, auch Virologen natürlich, aber bitte auch Erziehungswissenschaftler, vielleicht auch Gewerkschafter, Künstler, die miteinander reden und transparent reden, dass man unterschiedliche Positionen, die man haben kann, die im Übrigen in allen Parteien auch da sind, dass man das damit versucht, die Menschen, die wir teilweise für die Demokratie verloren haben, auch wieder zu gewinnen. Denn nur wird mit Transparenz und mit Debatte wird das geschehen. Sonst das, verlieren wir sprechen viel. Auch über das Ergebnis. Was soll aus meiner Sicht am Ende dieser Debatte stehen? Es darf keinen neuen Lockdown, keine neuen Freiheitseinschränkungen pauschal in Deutschland geben. Erst recht nicht für Geimpfte und Genesene. Aber auch negativ Getestete müssen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Meine Herren, ein wichtiger Punkt ist das Thema Schule. Wir können das nicht wieder zulassen, dass Kinder und Familien die Verlierer dieser Pandemie sind. Dass es 7 Autogipfel gibt, aber nicht einen Kindergipfel. Ich finde das skandalös. Um dieses Gespräch abzurunden sozusagen, weil da sind wir dann jetzt auch schon bei der letzten Frage. Es geht eine Ära zu Ende, ob man Frau Merkel jetzt unterstützt hat oder nicht unterstützt hat. Das ist jetzt einfach mal so zu Ende September. Gibt es die eine Anekdote bei Ihnen, die eine Begegnung, das eine Zusammentreffen, was Ihnen beiden für immer hängen bleiben wird im Zusammenhang mit Angela Merkel? Ach, wissen Sie, ich war mal 4 Wochen mit ihr in der parlamentarischen Gesellschaft zusammen. Das werde ich auch nicht vergessen. Okay, das war deutlich, Herr Bartsch. Ich würde die Episoden dann erst, nachdem sie nicht mehr Bundeskanzlerin ist, gerne auch in ihrer Sendung darlegen, aber jetzt nicht. Wir kommen darauf zurück. Ich bedanke mich von Herzen, dass Sie beide hier gewesen sind. Eine muntere Diskussion ist es auf jeden Fall gewesen. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielleicht der eine oder andere, der noch unentschlossen ist, wo er sein Häkchen machen soll, ist vielleicht jetzt dahin gekommen, dass er mehr weiß. Wir freuen uns schon auf das nächste Gespräch am Montag um 14 Uhr mit dem Kanzlerkandidaten der CDU, Armin Laschet. Dankeschön. Danke auch.